Ja, was für ein Spiel hier in Augsburg. Ich glaube, ja, das Wort Wahnwitz trifft es ziemlich gut. Vogelwild war es auch phasenweise. Es war einiges geboten oder wie Florian Kohfeldt sagte, es war eine riesige Achterbahnfahrt. Werder fand unheimlich schwer in diese Partie gegen ja, stark pressende Augsburger und führte dann wie aus dem Nichts plötzlich mit 2:0. So richtig hatte dann Max Kruse auch später gesagt, konnte sich das glaube ich selber kaum einer erklären. Man war selber überrascht und ja, umso überraschender, Werder hatte alle Trümpfe in der Hand und gab das Ding dann doch ja gefühlt fast wieder aus den Händen. Es stand 2:2, es hätte in beide Richtungen kippen können und dann ein kurioser Torwartfehler von Augsburgs Fabian Giefer bringt Werder dann zurück ins Spiel und auf die Siegerstraße. Am Ende natürlich ja alle glücklich, dass es hier 3 Punkte gegeben hat, obwohl natürlich jeder sofort wusste, ja, dass das eine sehr, sehr glückliche Nummer war. Keine Frage, wenn du 2:0 auswärts führst, dann musst du das Ding eigentlich anders nach Hause bringen als so, das sagte auch Florian Kohfeldt später. Andererseits eben betonten auch alle, die Mannschaft hätte halt Moral gezeigt und die Mentalität stimmt. Man hätte halt immer weiter gekämpft, es hätte Chancen gegeben oder es hat Chancen gegeben. Natürlich auch für Augsburg, aber eben auch eigene. Und so sei dann der Sieg ja alles andere als unverdient, meinte dann Florian Kohfeldt selber, der sich anhören müsste vom Kollegen Baum aus Augsburg, dass es doch ein sehr erschlichener ja, Erfolg der Bremer war. Und genau das wollte er aber nicht gelten lassen. Ja, wie gesagt, tabellarisch sieht es richtig gut aus. 8 Punkte nach 4 Spielen, Werder ist oben mit dabei. So kurios das klingen mag, Maxi Eggestein sagte scherzend, ja, am Ende Champions League, das klingt ja gar nicht so schlecht. Das klingt sogar richtig gut und ja, daran wollen sie natürlich anknüpfen. Aber alle wissen, dass dafür eine deutliche Steigerung gegenüber dem ja vonnöten ist, was heute phasenweise gezeigt wurde. Man möchte vor allem konstant spielen, man möchte über einen längeren Zeitraum Druck ausüben und ja, daran wird gearbeitet werden. Wobei, allzu viel Zeit bleibt jetzt erstmal nicht. Sonntag lockeres Auslaufen und Montag geht dann schon direkt wieder eine nicht öffentliche Einheit los, weil am Dienstag die Hertha kommt. Ja, und ein weiterer harter Gegner für die Bremer werden wird. Man muss sehen, wie die Bremer diese Aufgabe lösen werden. Aber auf jeden Fall ist klar, dass man sie nicht abschreiben darf, auch wenn nicht immer alles ganz gut gelaufen ist. Und ja, genau auf diesen Faktor setzt halt auch Florian Kohfeldt. Für den Status quo, meinte er, den die Mannschaft momentan hat, gerade eben, weil man sich auch noch finden müsse, sind 8 Punkte aus 4 Spielen ja, ein richtig gutes Ergebnis und ein Top-Start, auch wenn halt spielerisch eben nicht alles stimmt. Aber daran wollen sie, wie gesagt, weiter arbeiten. Ich wünsche euch einen schönen Abend, genießt das Spiel noch, ja, nachträglich in Zügen, zieht euch die Szenen nochmal rein. Ansonsten alles Wichtige bei uns in der MeinWerder-App und bei meinwerder.de. Macht's gut.